Den Berliner Wasserbetrieben und ich bin heute hier, um für unsere Forderungen der Jugend einzustehen. 200 Euro mehr Gehalt und die unbefristete Übernahme für die Azubis und Dualis im öffentlichen Dienst. Ich möchte gerne mal eine Rechnung für euch aufmachen. Ich bin jetzt aktuell im dritten Ausbildungsjahr und verdiene netto 954 Euro im Monat. Dafür gehen ca. 300 Euro für die Miete drauf. Strom 45 Euro, Internet 25, GEZ ca. 10 Euro im Monat, Handy 20 Euro und jetzt mittlerweile 80 Euro Essen. Nur pro Woche, das sind 240 Euro im Monat allein für Lebensmittel und der Preis hat sich durch die Inflation so stark erhöht, dass am Ende ca. 200 Euro für Kleidung, Freizeit, Hobbys und alles andere übrig bleiben. Und es ist nicht selten, dass Leute 500 Euro pro Monat für Miete bezahlen müssen und da bleibt gar nichts mehr übrig für die Freizeit. Das Geld reicht vorne und hinten nicht und dafür sind wir heute hier. Wir haben in den letzten Wochen schon gezeigt, wie viel man gemeinsam schaffen kann. An unserem Jugendaktionstag waren so viele Azubis auf der Straße und es war ein tolles Gefühl, dabei zu sein. Jetzt heißt es noch, stark bleiben, nicht nachgeben und bis zum Ende mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam streiken auf der Straße. In allen Betrieben ist der Organisationsgrad seit Beginn der Tarifverhandlungen enorm angestiegen, weil alle mittlerweile bemerkt haben, dass man mit Gewerkschaft etwas verändern kann. Das macht mich stolz und das gibt mir Kraft. Und ich freue mich sehr, heute mit unserer Schwestergewerkschaft, der EVG, heute hier stehen zu dürfen, um mit unserer gemeinsamen Kraft für die Zukunft in der Arbeitswelt zu kämpfen. Und ein letzter Satz mit Ausblick auf den Bahnstreik am Montag. Wer sich über die Ausfälle der Züge und S-Bahn beschwert, soll wissen, dass nicht die Streikenden daran schuld sind, sondern die Arbeitgeber. Montag ist kein Arbeitstag, Montag ist Streiktag!